Durch die Rubicon-Operation sind sie nun ein primares Marine. Sie sind jetzt stärker, schneller und widerstandsfähiger. Sie werden ihren Platz als Ultramarine erneut einnehmen. Ihre Brüder werden von ihrem Dienst in der Deathwatch wissen. Aber ihr unehrenhafter Status als Schwarzschild wurde aus den Archiven getilgt. Sollte er entdeckt werden, dürfte es Fragen geben. Lord Khalgar gibt Ihnen eine zweite Chance. Vergeuden Sie sie nicht. Bruder. Leutnant. Cordanos und das Wanderweisen kommen im Rest des Trupps deckt zusammen. Mein Lord, Leutnant Titus meldet sich zum Dienst. Sagt Sergeant Gadriel, er soll zur Brücke gehen. Wie geht's euren Wunden? Gut genug. Ich bin ganz ehrlich, Titus. Ich halte euren Wiedereinsatz für keine gute Idee. Es wird Fragen geben. Und Argwohn. Wir können uns keine Zwietracht unter den Männern leisten. Nicht jetzt. Sie sind jetzt ein Leutnant. Ist das ein Problem? Nein, Captain. Also schön. Eine Splitterflotte der Tyranniden greift an. Sie bedroht zwei Planeten. Avarax, eine Makropolwelt, und Kadaku. Den kennen Sie schon. Wir werden den letzteren aufgeben. Es gibt dort nur Adeptus Mechanicus Forschungseinrichtungen. Wir evakuieren die wichtigsten Güter und Mitarbeiter. Die Abwehrwaffen werden unseren Schiffen den Himmel freihalten. Die Tyranniden wissen von unserem Vorhaben. Sie müssen da runter und diese Waffen beschützen. Captain? Sie haben mich herbestellt. Sergeant, das ist Leutnant Titus. Er übernimmt das Kommando über Ihren Trupp. Sir, ich... Ich erwarte Sie in 30 Minuten am Boden. Wegtreten. Leutnant, bitte entschuldigen Sie mein Zögern. Ich hatte nur nicht mit dieser Entwicklung der Dinge gerechnet. Ich auch nicht. Sergeant Gadriel, die Absolver steht zum Abflug bereit. Bruder Chiron, das ist Leutnant Titus. Er wird unseren Trupp anführen. Ach wirklich? Es freut mich, einem solch erfahrenen Kommandanten zu unterstehen. Ist der Rest des Trupps bereit? Hat sich bereits auf dem Flugdeck versammelt. Gut. Wir brechen sofort auf. Lautet unsere Mission. Die Kaldianer haben die Kontrolle über die Orbitalkanonen verloren. Wir müssen sie zurückerobern. Sie haben sie jetzt schon verloren. Die Tyranniden greifen die Kanonen unaufhörlich mit Sporen an. Es überrascht mich, dass die Kaldianer so lange durchgehalten haben.
Der Rest unseres Trupps besteht aus den Brüdern Lirio, Altareus und Elion. Habt ihr schon mal mit den Tyranniden zu tun bekommen? Vor 2 Tagen zum ersten Mal. Dann müsst ihr noch viel lernen. Was machst du denn da? Ich freue mich darauf. Ihre Ladung. Weg ist versperrt. Sergeant? Brüder, das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone! Dann los! Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Hm. Du hast recht. Und jetzt hat er das Kommando. Major, erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Verseuchen den Himmel! Die Tyranniden haben die Orbitalkanonen?